Hallo und herzlich willkommen hier im Petermax Schauraum beim Rezept der Woche. Heute gibt es einen Steakhouse-Klassiker und zwar dieses wunderschöne Filetsteak begleitet mit gebratenen Riesengarnelen, einem Nussbutterpüree und einer schön aufgeschlagenen Hollandaise mit Erdäpfelwedges. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Ich werde jetzt mit den Wedges anfangen, weil die brauchen ein bisschen länger im Ofen. Und da habe ich mir hier schon Erdäpfeln vorbereitet. Da kann man durchaus die Schale dran lassen und dann in diese klassische Wedges-Form schneiden, also in diese schönen Spalten. Hier schön auflegen, dann auf ein Blech geben, mit bisschen Olivenöl beträufeln, damit die nachher schön knusprig im Ofen werden. Ofen ist vorgeheizt auf 195 Grad und die kommen da rein, bis sie richtig schön goldbraun und knusprig sind. Und dann geht es eigentlich weiter mit dem Erdäpfelpüree. Ja, da habe ich mir schon die Erdäpfel geschält und dann werde ich mir von hinten heißes Wasser aus unserem Wasserhahn holen, weil der hat jetzt eine super Funktion, womit ihr ein bisschen Energie sparen könnt und womit der ganze Kochprozess ein bisschen beschleunigt wird. Zuerst werde ich hier noch die Füllmenge einstellen, und zwar auf 500 Milliliter, das sollte für diesen Topf reichen. Jetzt leuchtet das hier blau, das heißt, es kommt kaltes Wasser raus. Durch reindrücken und raufdrehen leuchtet es jetzt rot zu heißem Wasser. Und hier mit einem kurzen Tap kann man schon erkennen, hier kommt kochendes, heißes Wasser raus. Und das erspart mir natürlich ein bisschen Zeit. Das Wasser muss natürlich noch gesalzen werden, das übernimmt der Wasserhahn nicht. Aber das ist ja kein Problem. Und jetzt geht es wirklich sehr, sehr schnell. Und in der Nebenzeit habe ich hier schon ein bisschen Weißwein aufgestellt, der hier langsam einkocht, und der ist wichtig für meine Hollandaise. Und zwar natürlich, zu einem Steak darf meiner Meinung nach keine Hollandaise fehlen. Da braucht man ein bisschen an Weißwein, kann man noch eine Knoblauchzehe dazugeben für ganz leichtes Knoblaucharoma. Und hier habe ich für die Hollandaise natürlich schon Eigelb vorbereitet. Das wird nur leicht gesalzen, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer dazu. Und schaut, wie schnell das geht. Da mit dem Kochen, ja, ein bisschen zurückdrehen muss ich, sonst kocht es mir da über. Dann kann man das hier schon leicht verrühren, eben damit sich das Salz gut auflösen kann. Jetzt kommt ein Schlückchen von der Weißweinreduktion rein, nicht zu viel. Und die bietet einfach schon einen guten Grundkörper für diese Soße und steuert da eine schöne Säure bei. Und jetzt braucht man natürlich nochmal heißes Wasser, um die Hollandaise aufzuschlagen, weil Hollandaise ist ja eine warm aufgeschlagene Buttersoße, ja? Also ein Klassiker der französischen Küche. Und jetzt warte ich nur, bis das hier einmal aufgekocht hat. So, und wenn das jetzt kocht, stellt man sich die Schüssel hier drauf, dann kann man mit der Hitze schon zurückgehen. Und dann wird es hier schön aufgeschlagen, also durch das Aufschlagen bekommt man natürlich ein gewisses Volumen rein und diese feine Konsistenz. Und jetzt fragen sich natürlich viele, wie schaut denn das mit dem Gargrad von der Hollandaise aus, also wann hat es die richtige Temperatur, wann kann ich die Butter dazugeben? Und das merkt man ganz einfach an der Konsistenz. Also wenn ihr euch von vorher erinnern könnt, vorher war das Eiklar ja noch, also das Eigelb noch relativ flüssig, und je länger ich das da auf der Hitze halte, desto fester wird das Ganze. Also man kann das hier jetzt schon leicht sehen, wenn man das mit dem Schneebesen rauszieht und das wirklich so langsam runtertropft, da merkt man schon, das hat sich von der Konsistenz her verändert, also es wird langsam angezogen durch die Hitze, die man da hinzufügt, und das Eigelb ist quasi gegart und ihr habt kein rohes Eigelb mehr. Wenn das jetzt diese Konsistenz erreicht hat und schon ein gutes Volumen hat, also man sieht schon, es ist auch schön weiß geworden durch die Luft, die wir eingeschlagen haben, kann man eigentlich das heiße Wasser schon weggeben.
damit einfach keine Restwärme mehr dazu gesteuert wird. Und dann hier langsam die Butter einrinnen lassen. Und nicht zu schnell, also nicht zu viel Butter auf einmal reingeben, weil wenn zu viel Butter auf einmal reinkommt, dann fängt es an, sich zu trennen und ist keine schöne Emulsion mehr. Und so habe ich es hier wirklich schön auf die gewünschte Konsistenz. Ein bisschen eine Weißweinreduktion kann man noch dazugeben. So. Und da seht ihr, so schnell geht eine selbst aufgeschlagene Hollandaise. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und jetzt muss das Ganze natürlich gekostet werden. Mmh, herrlich. Flöckchen Salz noch. Und das kann man jetzt einfach da stehen lassen. Das kühlt auch nicht so schnell ab. Also wenn das Steak fertig ist, dann wird die immer noch eine gute lauwarme Temperatur haben. Und das passt perfekt. Stellen wir sich einmal auf die Seite. Und jetzt geht's zu unseren Steaks. Und da habe ich schon schöne Filetsteaks vorbereitet. Das ist einfach der zarteste Muskel. Ist natürlich auch das teuerste Stück Fleisch, was ihr bekommen könnt. Aber hat eben da so eine wunderschöne Maserung, also so schöne Fetteinschläge. Bekanntlich ist ja Filet eigentlich eher ein mageres Stück Fleisch, also es hat weniger Fett und ist aber auch der zarteste Muskel, weil er hinten im Rücken liegt und da einfach wenig beansprucht wird, anders als zum Beispiel bei der Wade oder bei dem Backen. Diese zwei schönen Steaks langsam hier in der Pfanne braten. Ich würze das immer gerne am Anfang, ja, das ist zwar immer so eine Streitsache, würze ich mein Fleisch nach dem Braten oder während des Bratens oder vor dem Braten. Das kann man selber entscheiden. Ich mag es einfach, weil das Salz einfach besser einzieht, wenn man das vorher schon brät. Und jetzt ist es wichtig, gerade bei so großen Stücken, man will ja ein möglichst gleichmäßiges, schönes Rosa im Fleisch haben. Ja. Das heißt, ich werde das Fleisch jetzt circa alle 15 bis 20 Sekunden wenden, um da einfach eine gleichmäßige Hitzeverteilung am Fleisch zu bekommen, ohne dass zu viel Hitze in den Kern einzieht. Und durch dieses ständige Wenden haben wir einfach eine gleichmäßigere Hitze oben. Also man sieht schon, hier bildet sich diese schöne braune Kruste, die durch die Maillard-Reaktion entsteht, was ja eigentlich eine Reaktion von Fett und Aminosäuren ist und ab 170 Grad auftritt. Und die sorgt einfach für ein wunderschönes, tiefes und vollmundiges Aroma. Und wichtig dabei ist, dass wir jetzt am Anfang keine Kräuter dazugeben und ich gebe auch noch keinen Knoblauch dazu, sondern dann erst später im letzten Drittel des Bratvorgangs, wo wir dann mit frischer Butter arbeiten, weil sonst einfach dieses ganze herrliche Aroma sich verflüchtigt. Und gerade bei so großen Stücken kann man ruhig mit der Hitze etwas runtergehen, also es muss nicht auf vollste Stufe sein, sondern es reicht quasi mittlere Hitze, um das Ganze gleichmäßig durchzubraten. Und jetzt, wenn wir hier so eine schöne Kruste haben, dann kann man das Fleisch schon aus der Pfanne rausnehmen, die Hitze zurückdrehen und dann eine frische Butter dazugeben. Jetzt ist die Pfanne ein bisschen abgekühlt und die Butter verbrennt uns nicht sofort. Dann mal, wenn die Butter aufgeschäumt ist, dann frischen Knoblauch dazugeben, den leicht andrücken. Und dann einen frischen Thymian, damit wir eine schön aromatische Butter haben. Ja, und sofort entfaltet sich dieser herrliche Duft von diesem Knoblauch und von dem Thymian. Kann dann natürlich auch Rosmarin oder Salbei, Lorbeerblatt dazugeben, was ihr alles griffbereit und zu Hause habt.
Gerade Thymian, Rosmarin und Knoblauch, das ist einfach eine Wahnsinnskombi. Ja, jetzt stelle ich das einfach von der Hitze weg und kann auch schon die Garnelen dazugeben. Ja, die brauchen wirklich nur 2-3 Minuten und die Restwärme reicht da. Ich werde natürlich die größte zuerst reingeben. Und ich mache das immer gerne mit dem Panzer, also mit der Schale, einfach aus dem Grund, weil der noch als Schutzschicht quasi fungiert und dieses zarte Garnelenfleisch, man kann das hier erkennen, dieses zarte Garnelenfleisch nicht austrocknen lässt, weil das soll ja richtig schön saftig und glasig werden. Jetzt kann man schon die restlichen Garnelen hinzufügen. Während die da jetzt in der Restwärme glasig ziehen, mache ich noch das Erdäpfelgewürz für die Wedges. Und zwar habe ich hier Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, geräucherter Paprika und frisches Paprikapulver. Dann kann man es einfach so eine Schüssel hernehmen. Von dem Paprikapulver gebe ich gerne immer ein bisschen mehr dazu. Und damit ist auch schon das Gewürz fertig, es ist wirklich ratzfatz. Und während die Garnelen da glasig ziehen und die Erdäpfel warm kochen, schauen wir mal nach den Wedges, die schon fertig sind. Die brauchen noch 5 Minuten, dann werden die Steaks noch einmal durch die Butter gezogen, das Püree durch die Erdäpfelpresse und dann können wir auch schon anrichten. So, schaut her, wie schön die Wedges geworden sind. Wirklich herrlich knusprig. Und jetzt darf natürlich unser Erdäpfelgewürz nicht fehlen, damit die schön bedeckt sind. Und dann da in dieses schöne Schüssel ein bisschen was von dem aromatischen Öl drauf. Jetzt noch dieses herrlich cremige Erdäpfelpüree mit ein bisschen brauner Butter und ein Schlückchen Milch, damit es so wirklich cremig wird. Und jetzt schauen wir mal, wie es unserem Steak geht. Schaut, wie schön rosa das da geworden ist. Gebe immer gern noch ein bisschen ein frisches Salz drüber. Und dann darf natürlich das Wichtigste nicht fehlen, die Garnelen. Die lasse ich immer gerne mit Panzer dran. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber die Schale steuert einfach noch so viel Geschmack zu den Garnelen, dass man die eigentlich immer oben lassen soll. Und zu guter Letzt unsere leichte Hollandaise. Und fertig ist unser amerikanischer Steakhouse-Klassiker, das Filetsteak Surf and Turf mit gebratenen Riesengarnelen, einer schönen, cremigen Nussbutter-Hollandaise, knusprigen Erdäpfel-Wedges und dem cremigsten Erdäpfelpüree, das ihr jemals gegessen haben werdet. Und somit wünsche ich euch viel Spaß bei diesem wunderschönen Rezept. Und lasst es euch schmecken, so wie ich jetzt dieses wunderschöne Stückchen Fleisch. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität.